Edelred zählt zu den berühmtesten Produzenten von Sicherheitsausrüstung am Markt des Bergsports. Vor allem in den letzten Jahren haben sie mit einigen Konkurrenzprodukten und Alternativen zum Platzhirschen Petzl einen echten Platz in den Bestsellern gefunden. Deshalb heute im Test das Edelred Cable Comfort. Edelred brachte vor einiger Zeit zwei Klettersteigsets auf den Markt, die sich nicht nur einfach in die Masse der Sets einreihten, sondern schnell zu den Top-Produkten am Klettersteigmarkt wurden. Darunter einmal das Cable Comfort und einmal das Cable Kit. Auf die Unterschiede der beiden Sets komme ich gleich nochmal zu sprechen. Doch gerade das Cable Comfort kommt durch den hohen Preis auch mit einer großen Erwartungshaltung daher. Doch schauen wir uns die Fakten des Cable Comforts doch einfach mal in aller Ruhe an. An der längsten Stelle misst der Raum innerhalb des Karabiners 8,9 cm, womit die Karabiner, der Innenraum, zu den mittleren bis größeren gehört. Jedoch ist der Karabiner selber als Ganzes deutlich größer als bei der Konkurrenz. Das hängt vor allem mit dem komfortablen Öffnungssystem zusammen. Denn die Ansprache des Öffnungsmechanismus funktioniert an weiten Stellen des Karabiners, was ihn leichter zu öffnen macht, aber auch mehr Platz braucht. Dazwischen finden wir außerdem noch eine große Öffnung für den zweiten Karabiner, um im einfachen Strang gesichert zu sein. Der Bandfalldämpfer ist unüblich, rund konstruiert, dafür aber deutlich kürzer. Von vielen anderen Sets kennt man eher die flachen und länglichen Bandfalldämpfer, die aber manchmal beim Ankerstich dann Probleme machen. Das größte Feature des Cable Comforts ist der Drehmechanismus, welcher das Verdrehen der Arme verhindern soll. Auch hier, wie das in der Praxis funktioniert hat, dazu gleich nochmal mehr. Hier kommt kein Hightech zum Einsatz. Es handelt sich lediglich um zwei freiliegende Scheiben, die per Bolt im Prinzip zusammengehalten werden und gut geölt dann aufeinander gleiten können. Zu guter Letzt muss man noch erwähnen, dass das Cable Comfort keine eigene Fixschlaufe für eine Rastschlinge oder einen Karabiner zum Pausemachen hat. Edelred selbst bietet zwar die Schlaufe direkt vor dem Bandfalldämpfer dafür an und gibt auch an, dass sie dafür verwendet werden kann. Das ist jedoch im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten etwas arg kurz und schränkt die Bewegungsmöglichkeiten eher ein. Hier setzen andere Sets von Petzl beispielsweise schon nochmal auf eine Zusatzschlaufe im Set, die per Karabiner ins Stahlseil gehängt werden kann und dann als Rastschlinge fungiert, sodass kein zusätzlicher Ankerstich mit einer Bandschlinge und Karabiner am Anseilring notwendig ist. Der große Unterschied zwischen dem Cable Comfort und dem Cable Kit ist eigentlich ausschließlich dieser Drehmechanismus. Dieser ist direkt zu Beginn vor den Lastarmen verbaut und fehlt damit beim Cable Kit komplett. Hier starten die Lastarme direkt aus der Rastschlaufe vor dem Bandfalldämpfer. Das Cable Comfort ist durch diese Technik ein Stück schwerer als das Cable Kit. In absoluten Zahlen sprechen wir hier von 577 Gramm beim Comfort und 514 Gramm beim Kit. Dieser Gewichtsunterschied ist übrigens nicht der einzige Unterschied. Auch der Preis ist dementsprechend verschieden. Das Cable Comfort kommt auf 129 Euro Listenpreis und das Cable Kit hier lediglich auf 109. Damit sind beide Sets, aber vor allem das Comfort, eher höherpreisig. Zum Vergleich, Petzl hat beim Scorpio Easehook ebenfalls die 129 Euro UVP und Petzl ist unter anderem einer der Hochpreiskonkurrenten am technischen Ausrüstungsmarkt. Doch ist das Edelred Cable Comfort überhaupt das Geld wert und den stolzen Aufpreis von 20 Euro und das Zusatzgewicht? Das klären wir jetzt an der Technikwand. Das hier ist jetzt das Cable Comfort in der eingepackten Variante, logischerweise. Und dabei wirkt es ehrlicherweise ja gar nicht mal so klein und ultralight und sonst was. Und das ist ja auch, muss man sagen, nicht unbedingt der Anwendungsfall bzw. auch nicht die Verkaufsstrategie von Edelred, was das betrifft. Trotzdem ist es, wenn man den Packsack jetzt sozusagen mal so klein wie möglich gestaltet, gar nicht mal so groß für ein ganz klassisches Klettersteigset, das ja vor allen Dingen, wie es auch der Name schon sagt, komfortabel ist. Aber wenn wir jetzt mal die Tasche aufmachen, die man übrigens auch wunderbar außen an einen Rucksack dranhängen kann, weil sie genug Griffe und Laschen und sonst was hat, also quasi fast schon so eine halbe Daisy Chain im Prinzip, dann kommt uns schon das Set entgegen. Und das Erste, was einen anspringt, sind natürlich diese absurd großen Karabiner. Die sind sowohl im Innenmaß, mittelgroß bis groß, aber auch im Außenmaß, also im gesamten äußeren Umfang, was der Karabiner ausmacht, wirklich, wirklich groß. Also sie sind ja so groß wie meine Hand. Ich habe jetzt keine kleine Hand.
Das Ganze kommt dadurch, dass wir auf der einen Seite unsere kleine Öffnung haben, damit wir den Karabiner, wie schon angesprochen, hier auch einhängen können für die Einzelstrangverwendung. Was ich wirklich gut finde, weil wir reden ja von einem Klettersteigset mit Komfort. Also der Name ist Programm und das wurde hier super umgesetzt. Das finde ich sehr schön, weil dadurch natürlich der Öffnungsmechanismus in keiner Weise eingeschränkt wird. Es ist natürlich was anderes wie bei wirklich leichten Sets, wo dann der Karabiner hier irgendwo drin hängt, ich dann das nicht mehr vernünftig aufbekomme. Das geht schon, aber dafür ist dieses Set nicht so ausgelegt und deswegen fällt es eben nun mal ein Stück größer aus. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch diese wahnsinnig große Öffnungsmöglichkeit und diesen extrem großen Hebelmechanismus, der hinten aufliegt. Das bedeutet, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich hier zugreife oder hier oben oder in der Mitte, ob ich mit der ganzen Hand zugreife oder nur mit dem Daumen. Die Öffnung funktioniert immer tadellos und einwandfrei. Vor allen Dingen funktioniert sie auf beiden Seiten sehr einfach. Sie ist wirklich leichtgängig. Zum Thema Bandfalldämpfer, wie schon angesprochen, rund konzipiert, ist natürlich super geil. Man sieht, wie einfach das hier einfach drüber schlüpft. Ein Ankerstich war noch nie so problemlos möglich bei Klettersteigsets. Da gibt es ja Sets von Skylotech beispielsweise, bei denen funktioniert das nicht so einfach. Da muss man dann schon ordentlich drüber quälen, weil man dann da vorne irgendwo noch über eine Kante drüber muss. Das ist mit diesen runden Bandfalldämpfern schon ziemlich cool gelöst. Wie gesagt, auch diese Schlaufe für die Selbstsicherung, die ist nicht gut gelungen, also da hat man sich nicht viel dazu überlegt. Sie ist einfach zu kurz. Hätte man sie hier an einem Lastarm einfach, so wie das bei Petzl üblich ist, mit einer kleinen Schlaufe nochmal dran befestigt, wäre sie lang genug, dass man auch mit einem einzelnen Karabiner sich damit gut fixieren kann. Hier bräuchte es dann eigentlich schon eine Expressschlinge, damit man hier auf eine entsprechende Länge kommt. Und selbst dann ist das Ganze wirklich knapp bemessen und ich hänge im Prinzip so am Seil und am Anker. Und das hat eigentlich mit Komfort wirklich gar nichts zu tun. Also der ganze Aufbau mit den Karabinern, mit dem Bandfalldämpfer, da wurde immer auf Komfort geschaut. Aber bei solchen Details hat man sich dann irgendwie nicht wirklich viel überlegt, was denn komfortabel wäre. Und die Konkurrenz, die kann es besser. Dann können wir uns aber noch den Drehmechanismus anschauen. Und den soll es ja hier eigentlich gehen, denn das ist der größte Unterschied zum Cable Kit. Auch der größte Unterschied im Preis und auch der größte Unterschied im Gewicht. Dieser Drehmechanismus, wie gut funktioniert der? Also wenn man den Bandfalldämpfer hier mal so dreht, sieht man, es funktioniert sehr gut. Es ist wahnsinnig leichtgängig. Also das ganze Gelenk ist unfassbar leichtgängig. Und auch die Tatsache, dass ich hier dann sozusagen den kompletten Lastarmstrang verdrehen kann, ist natürlich von Vorteil und sehr praktisch. Was aber in der Praxis alles sinnlos ist, wenn ich im Prinzip in den beiden hier eingehängt bin, also quasi wir verdrehen das hier jetzt einmal und ihr seht nichts. Hier dreht sich kaum was mit. Also wenn das hier eingebunden ist und ich drehe hier immer weiter, das ist natürlich, jetzt bräuchte ich auch noch ein paar Hände mehr, wenn das hier fixiert ist, so, wenn wir das jetzt hier mal fixieren, ja, und dann drehen wir das und drehen wir das und drehen wir das, dann dreht sich das schon aus, aber eben immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dieser Punkt ist meiner Meinung nach viel, viel zu wenig. Jetzt könnte man sagen, ja, aber gut, das ist technisch bedingt. Das ist ja technisch bedingt, das ist eben nicht so leichtgängig. Du brauchst natürlich trotzdem immer noch die Stabilität und auch die Sicherheit. Ja, ist absolut richtig. Aber dann kann ich das Feature auch weglassen. Denn das hier ist ja nicht der Grund, weshalb ich so ein Drehgelenk habe. Ich habe ja so ein Drehgelenk, damit es unterm Strich immer so aussieht. Wozu habe ich eigentlich dieses Drehgelenk dann letztlich? Also, unterm Strich, dieser Bandfalldämpfer, der kann sich ja nicht mitdrehen. Der hängt ja fix dran. Also nicht nur der Bandfalldämpfer, sondern der gesamte Anseil, die ganze Anseilschlaufe, das alles hängt ja relativ fix dran. Die Bedingung, damit das funktioniert, wäre also, dass sich das Drehgelenk so weit und so leichtgängig mitdreht, dass sich diese Ärmchen immer von selber ausdrehen. Da die aber durch das Verdrehen ebenfalls ja in ihrem eigenen Gewebe sich mitdrehen, erzeugen sie ab einem gewissen Punkt eine höhere Spannung, als das Drehgelenk wieder ausgleichen kann, wodurch dann eben unterm Strich das hier passiert. Und da müsste man jetzt mal drüber nachdenken, ob es einem das dann wert ist, das zu kaufen. Ich sage übrigens nicht, dass das beim Petzl Easehook besser ist. Es ist genauso.
Es ist eine allgemeine Kritik an der Technik dahinter und dass man das dann verkauft. Es gibt viele Leute, die finden das sehr komfortabel, aber ich glaube, dass das viele Leute sind, die noch kein standardmäßiges Klettersteigset in der Hand hatten, denn dann würde ihnen auffallen, unterm Strich, wenn man es immer richtig aufgeteilt haben will, dann muss man das da wie dort einfach machen, dass man quasi einmal drunter oder einmal drüber hängt und so weiter. Das ist bei beiden Sets im Prinzip notwendig. In der Praxis hat sich bei mir gezeigt, das funktioniert nur so bedingt. Und das ist eben für mich ein großes No-Go, dass wenn ich ein technisches Feature bezahle und mitnehme, dass es dann letztlich nicht das bringt, was es ja eigentlich bringen sollte. Und das ist auch der größte Kritikpunkt an diesem Klettersteigset. Aber grundsätzlich, Komfort, womit ja im Prinzip Edelrit bei diesem Klettersteigset wirbt, ist definitiv vorhanden. Das Öffnen und Schließen ist unfassbar komfortabel. Das Einhängen, um im Einzelstrang gesichert zu gehen, ist sehr komfortabel. Der Stretch der Lastarme ist tough, so lala komfortabel, sagen wir es mal so. Der Bandfalldämpfer ist wieder sehr, sehr komfortabel beim Ein- und Ausbinden. Und das Drehgelenk, das ist weder komfortabel noch unkomfortabel. Es tut einfach nichts zur Sache. Aber nachdem man das bezahlt, sollte man das vielleicht in seine Kaufentscheidung mit einfließen lassen. Kommen wir zum Fazit. Das Cable Comfort von Edelrit ist definitiv ein solides Klettersteigset. Die großräumige Öffnung, der große Karabiner, die Öffnung für den zweiten Karabiner, all das ist super gut entwickelt, gut designt und gut umgesetzt worden. Da kann man nichts sagen. Dass die Rastschlaufe so eine kurze Freude ist, das ist natürlich nicht ideal gelöst, aber es spart immerhin viel Platz. Genauso wie der Bandfalldämpfer. Das Anlegen per Ankerstich ist nämlich dadurch deutlich einfacher geworden, aber all das hat das Cable Kit ja eigentlich auch. Das heißt, der große Unterschied und der Mehraufwand, wenn man so will, ist eigentlich der Drehmechanismus der Arme und der funktioniert nicht gut. Natürlich, ab einem gewissen Chaos greift er, aber meist zu langsam, meist zu spät und meist ohne wirklichen Bedarf. Bevor der Drehmechanismus seine Funktionsweise ausspielt, habe ich es schon 10-mal umgehängt und hatte dementsprechend die Möglichkeit, den Wirrwarr selber zu lösen. Wozu dann also dieses Feature? Es braucht Gewicht und kostet Geld. Dafür hätte es aber deutlich besser funktionieren müssen. Die Frage ist also, braucht man das? Und die Antwort ist klar, das muss natürlich jeder unterm Strich selber wissen. Ich habe meine Erfahrungen nun mit euch geteilt. Ich hoffe, solche Ausrüstungsvideos gefallen euch und helfen euch weiter. Falls ja, dann vergesst nicht, diese Tests durch kleine Beiträge zu unterstützen. So finanziert ihr absolut unabhängige Tests zu Produkten, die euch wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!